So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch und es hat schon wieder so in den Fingerkuppen gekribbelt. Ich wollte heute eigentlich wieder was ganz anderes hochladen, aber es ist ja Mittwoch, da müssen wir Raid am Mittwoch machen. Ich will es nicht schon wieder auf Donnerstag verschieben, dass es wieder Raid am Mittwoch am Donnerstag heißt. Deswegen muss ich wieder mal alles umplanen. Es ist ja immer zu was anderes, also man wird total verrückt. Vor allem, wenn man dann immer noch zwei Videos am Tag hochladen will, von zwei ganz verschiedenen Sachen, noch Ramses Kitchen mit bei. Und ich blick fast gar nicht mehr durch, weil immer so viele Projekte da sind und man so viel vorhat und kann einfach nicht alles gleichzeitig raushauen. Der Iswo sagt zwar immer, hau einfach alles raus, mach 10 Videos am Tag, hau alles raus, aber ich will ja niemanden überfordern. Jetzt haben wir also erstmal die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet natürlich auch wieder der Schocker der Woche. Die Woche hat angefangen mit einem Bild wieder mal über den Coronavirus, beziehungsweise eigentlich hat es ja gar nichts mit Pokémon zu tun, aber es wirkt sich mittlerweile auch auf Pokémon aus. Hier seht ihr mal ein Bild, Korea, Japan, USA, wie es da so zugeht und dann Germany. Und da bin ich richtig froh, in Germany zu leben, also in Deutschland. Also, ich habe dazu eigentlich nichts mehr zu sagen, wir gehen einfach weiter. Der Bockwurst-King hat nämlich wieder mal ein 98%iges bekommen, diesmal ein Lichtel. Er schreibt zwar schade, aber mit 15 Angriff kann das gar nicht besser sein. Egal ob 100 oder 98, Lichtel nimmt man immer gerne mit. Ob er da auch so ausgerastet ist wie Schilling und so gebrüllt und geschrien hat wie Schilling. Egal, das ist ein anderes Thema. Das war Thema beim Livestream am Montag. Dann der Juri. Der Juri hat uns ein 100%iges Kabuto geschickt aus Lebach, Saarland. Sehr nice natürlich. Level ist ganz okay. Könnte ein gebrütetes sein. Sieht aus wie Level 20 oder 25. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ein Shiny Enton hat er noch hinterher geschickt. Nehmen wir auch hier mit rein. Dann der Benjamin Engel. War nicht der Erste, der mir das gezeigt hat. Aber mit dem Besten, ihr seht nämlich ein Voltolos und ganz besonderes einen roten Ball. Das heißt, das ist kein Voltolos, was man aus dem Raid bekommt. Hier oben fliegt ja auch noch ein Sonderbonbon vorbei. Er hat ein Voltolos aus der Battle Go League bekommen und zwar auch ein 98%iges, richtig stark mit 19,4. Ich habe da was aus der Go Battle League. Ich kann ja die ganze Zeit keine Go Battle League spielen, aber gut, Voltolos bräuchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Kommt ja eh irgendwann nochmal zurück als Shiny. Da warte ich drauf, da gönne ich mir dann das. Apropos Shiny, die Melanie Keks. Wieder mal ein passendes Bild zur momentanen Bannwelle für alle Spoofer, für alle Cheater, für alle Leute, die gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen, worunter natürlich auch zählt, wenn man Bots nutzt, wenn man Maps nutzt, wenn man mit 10 Accounts spielt, ist ja eigentlich alles verboten. Aber die Bannwelle gab es so oft, dass es mittlerweile schon die Shiny-Bannwelle gab, die released wurde. Dann der Gro hat uns gezeigt, er hat wieder mal ein paar Rocket-Rüpel besiegt, kann jetzt ein 100%iges Knofenser erlösen. Gleichzeitig hat er ein 100%iges Sedi-Mantur bekommen mit 14,49. Das könnte man ja theoretisch schon fast so lassen und für die Go Battle League nutzen, beziehungsweise vielleicht geht noch ein Upgrade. Aber an sich ist das auch ein sehr guter Raid-Konda, denke ich mal. Würde ich also entwickeln, würde ich hochziehen, so ein 100er. Das ist auf jeden Fall sehr genial. Gabriel hat mir ein Bild von mir selbst geschickt mit dem Ramses Kitchen Account. Über Level 20 und schon ein Shiny innerhalb von einem Tag. Für mich der absolute Schocker der Woche. Ist es aber nicht geworden, der Schocker der Woche war wieder was anderes, das seht ihr dann aber am Ende. Thomas Samaschke, der mir nicht nur ein schönes Päckchen geschickt hat, sondern auch ein paar Bilder vom 100%igen Partyhut Glumander und 100%iges Partyhut Shiggy. Ihr seht, das ist schon ein bisschen älter, kam jetzt erst an, aus Glauchau, Sachsen, 2.3. Bockwurst King auch mit einem 100%igen Kabuto. Fischi hat ein bisschen Werbung gemacht im Mediamarkt für meinen Kanal. Da hatte ich noch 1220 Abonnenten. Jetzt habe ich ungefähr so 1240. Also danke Fischi. Das sind bestimmt die ganzen Mediamarkt-Besucher. Der Brian zeigt uns, wir haben einen neuen Stop wieder mal bekommen.
Tindern, Edeka, irgendwo, haben auch eine neue Arena bekommen im Park, also da geht schon wieder einiges. Dann der Frank Behrin, wünsche euch allen einen wunderschönen Start ins Wochenende. Aus Kölle da natürlich mit einem 100%igen Kastadur, das war doch sicherlich im Feldforschungsdurchbruch. Ihr wisst, da gibt es ja auch verbehrt Sternstaub jetzt im Feldforschungsdurchbruch, so ein 100er, so eine 100er Stachelbeere nimmt man natürlich gerne mit. Dann ein Bild, das finde ich schon wieder so passend und diesmal auch richtig mit Bezug zu Pokémon. Und nun haben wieder alle etwas zu lachen. Der Coronavirus in Wirklichkeit und der Coronavirus, wie er in den Medien dargestellt wird. Besser könnte man das einfach nicht zeigen. Es ist einfach nur ein Carbador, total unscheinbar, nichts passiert, aber die Medien machen ein Garados daraus und alle drehen durch, Hamstereinkäufe und Co. Ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr sehen. Der Kenny hier auch, das hier war der Gute, von dem ich vorhin gesprochen habe, doch kein 100er, aber ein 96er Darkrai mitgenommen. Ist er jetzt leider nicht mehr da, jetzt ist ja gerade Registriert zurück und Cresselia, die ihr beide Shiny bekommen könnt und die eben auch gut für die Battle League sein sollen. Dann gab es wieder mal X-Raid-Pässe fürs Schwimmbad diesmal und der Ramses Kitchen-Account hat sogar einen X-Raid-Pass erhalten. Wenn da alles gut läuft, kriegt derjenige, der den Account am Ende gewinnt, also auch noch ein dickes, saftiges Regigigas drauf. Dann auch ein richtig genialer Post von Niantic, vom Niantic Support. Das ist natürlich nicht echt, aber sie schreiben hier, wegen der Angst vor dem Coronavirus rät Niantic den Leuten zu Hause zu bleiben und zu spoofen. Es wird auch keine Bans geben und keine Verwarnungen während dieser Zeit. Also das wäre doch mal eine richtig gute Option. Ihr seht ja, manche Feste, Veranstaltungen, auch Safari-Touren, Safari-Zonen wurden jetzt schon abgesagt wegen dem Coronavirus. Wo ist man denn überhaupt noch sicher? Pokémon Go heißt eigentlich immer größere Menschenansammlungen oder dass man irgendwo hingeht, wo sich mehrere Leute treffen, gerade zu Safaris, wo alle Nationalitäten zusammenkommen. Da wäre es doch mal eine Maßnahme, das Spoofen zu erlauben, dass die Leute spielen können, Umsatz bescheren, aber sich nicht anstecken, weil die Gesundheit geht doch vor, dachte ich immer. Dann der da ist, hat ja auch ein 100%iges Partyhut-Schigi, ist mir gar nicht aufgefallen, schreibt da Pokefreak Red. Chill mal mit Ramses, sitzt hier auf seinem Mega-Sofa oder Bett oder was auch immer, guckt sich hier den Ramses an. Da ist das Ding beim Kenny, Shiny Darkrai mit 2108. Bockwurst King mit einem Shiny Slimer noch mitgenommen. Jajo, jemand eine Runde zocken, das seht ihr mittlerweile, es wird sich schon wieder drüber lustig gemacht. Überall ist das Klopapier ausverkauft, mittlerweile könnt ihr es hier schon auf den Jahrmärkten gewinnen, in den Automaten, da sind keine Plüschtiere mehr drin. Der André aus Thema, jetzt wollte ich wieder Brain sagen, Brain hat ein 100%iges Darkrai mitgenommen am 8.3. Das ist natürlich richtig brutal. 21,36. Wenn ich so eins hätte, würde ich sofort hochziehen. Ich weiß gar nicht, was mein Bestes ist, aber ich glaube, besser als ein 96er habe ich damals nicht bekommen. Pushner hier noch mit dem Shiny Darkrai hinterher und das könnt ihr ja eben nicht tauschen. Ich frage mich immer noch, wie man da den Glückseintrag bekommen soll. Es müsste also irgendwann mal eine Möglichkeit geben, dass man auch die mystischen Pokémon traden kann, vielleicht bei einem speziellen Event, um das Shiny rüberzuholen und natürlich um den Lucky-Eintrag zu bekommen. Dann Kenny hier auf der Suche nach dem Shiny Skorpion, gab es wieder mal ein Shiny Sneeble, ist ja beides mit S, Skorpion und Sneeble. Bockwurst King mit einem Shiny Tentara, Gandalf Julius hier auch mit einem Shiny Darkrai, den habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gesehen. Die Blechgoldsau mit einem 100% Lithomyth ist, glaube ich, gebrütet worden, so wie das ausschaut. Der Fischi aus der Go Battle League auch ein Darkrai bekommen. Das haben die ja jetzt geändert wirklich, dass ja auch die Leute, die halt eben keine Raids machen können oder die Angst haben, zu Raids zu gehen, auch aus der Battle League jetzt Legendäre ziehen können. Momentan war das Darkrai drin, jetzt wechseln sie das natürlich wieder, dass ihr dann auch das Giratina rausbekommt. Dann der Kenny noch mit einem 100%igen Grillmark, auch gebrütet, denke ich mal. Die Steff mit einem 100%ig erlösten Electek, auch sehr fein. Würde ich sofort natürlich entwickeln, würde ich maxen, sehr guter Elektroangreifer.
Bockwurst-King, Bockwurst-King, Achtung, Fußgänger in Sonneberg in der Abstimmung, nächstes Upgraden. Beschreibung steht halt da. Wer macht sowas? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Stefan Landei, My Friend Code 30534947 6185, Download Pokémon Go. Ihr könnt ja gerne mal den Code eingeben und schauen, ob der Spieler noch Anfragen annehmen kann. Wer das ist, der freut sich bestimmt. Aber ich denke mal, das Bild wird überall schon rumgegangen sein und jeder wird ihn geaddet haben. Dann der da ist, aber wenigstens etwas, gerade als PvP-Belohnung bekommen, also auch aus der Go Battle League, 100%iges Darkrai. Vielleicht sollte ich doch mal die Go Battle League spielen, wenn da so abgesahnt wird. Dann der Kenny nochmal mit einem Tarnpignon, auch einen 100er, ihr seht das, haha, ist immer markiert, dass das zum Tauschen ist. Der Dennis Weigel hier mit einem Shiny Darkrai, der Konstin endlich geschafft, auf Level 40 aufgestiegen. Dragonite mit einem 100%igen Unratytox, so ein Müll getauscht, hat er durchs Traden bekommen, ein 100er, das ist doch trotzdem cool, würde ich auf jeden Fall gleich entwickeln. Extrem, nicht schon wieder Sneeble. Ja, die Shiny-Chance ist erhöht, aber manchmal kann man es einfach nicht mehr sehen. Ist schon wie beim C-Day. Der Gefa hat das erste Mal den Giovanni besiegt. Das wundert mich. Ich dachte, der zieht ordentlich mit. Das wird wahrscheinlich der erste sein, der mir entgeht, weil ich ja gerade nicht spielen kann. Aber er hat das. Kann man ja leider auch nicht tauschen. Hat ja auch dann die Medaille bekommen, besiege den Boss von Team Go Rocket. Ich hoffe ja, dass ich vor Ende des Monats wieder reinkomme und schnell noch die Bosse besiege und das Entei mitnehme. Das wäre sonst schade, da ich ja nicht weiß, ob das dann nochmal wiederkommt. Dann der Alex Hoffi hier mit einem 100%igen Sneeble noch. Das ist natürlich besser als so ein lumpiges Shiny. Der kleine Ramses Kitchen Account hat dann sein 5. Shiny bekommen, diesmal ein Shiny Darkrai, also der Gewinner darf sich richtig freuen von dem Account. Die Blechgoldsau hier auch mit dem 98er Darkrai, Gefa mit einem Shiny Slimer, die Steff zum Abschluss von der Stunde noch ein Shiny Taubsi gefangen. Da war also die Spotlight-Stunde, wo wieder mal kein Pokémon in den Vordergrund gestellt war, sondern generell die Spawns einfach erhöht waren. Sie hat sich noch einen Shiny Taubsi gegönnt. Beim Bierbenny war es anders. Der hat gleich 3 Shinies abgesahnt in der Stunde. Der hat nämlich in der Spotlight-Stunde, der hat einen Shiny Yanma mitgenommen, einen Shiny Schlurp und einen Shiny Mediti. Schlurp finde ich immer noch am geilsten von denen. Sellimaus, wieder mal ein bekanntes altes Shiny gefangen, auch wieder Sneeble, ihr seht. Der da ist, mit einem Shiny Loturzel und einem Shiny Cosilla, gebrütet natürlich. Dann der Andreas Wanner hat gefragt, ob ich ihn mal grüßen kann. Also Grüße gehen raus an den Andreas Wanner mit dem Herzchen dahinter. Andreas Wanner, einfach Andreas oder wie? Jetzt habe ich es einfach schon vorab genommen und habe gar nicht geguckt, was er geschrieben hat. Dann ist mir was aufgefallen. Immer wenn ich einen Beitrag in die Spieletrend-Gruppe poste, kommt die Julia Gärtner. Und die Julia Gärtner, jedes Mal reagiert die mit einem aggressiven Smiley darauf. Ich weiß nicht, was mit der falsch ist. Ich weiß nicht, wo ihr Problem ist. Sie könnte ja wenigstens mal einen Kommentar schreiben, sowas wie: Du dumme Sau, hör auf, deine Beiträge zu posten. Oder: Geh sterben und lösch dich aus der Gruppe raus. Oder: Aber was? Immer nur einfach einen aggressiven Smiley. Was ist die Aussage dahinter? Ich verstehe es nicht. Vielleicht ist es auch ein Fake-Profil. Keine Ahnung. Könnt ihr mal rein, könnt ihr Julia Gärtner adden. Können sie mal fragen, was ihr Problem ist. Der Tölle hat ihr... sagt man da Tölle? Oder Toele? Tolle? Toelle? Die Toilette? Hat uns gezeigt, was ist die Mischung aus Habitak und Ibitak? Natürlich ein Habibitak mit Shisha, Ruder, alles dabei. Das versteht wieder keiner. Ich auch nicht. Schnell weiter. Omikron Alpha YouTube hat auch gesagt, bin jetzt auch mal bei Raider Mittwoch dabei. Und da seht ihr wieder genau das Problem, was ich habe, wenn die Leute was bei Instagram schicken. Sobald ich ein Bild, also den Screen mache, du siehst den Namen nicht mehr, du weißt einfach gar nicht mehr, von wem das ist. Und wenn ich so abscreene, sind die Bilder klein und behindert oder werden teilweise nicht mal angezeigt. Ich habe aber wenigstens
den Namen dabei. Wir gucken uns aber mal kurz an. Er hat hier einen 89er Mewtwo mit Psychostoß als Lucky hochgezogen. Er hätte ja eigentlich noch ein paar Power-Ups machen können, oder? Er hat noch 43 Bonbons und braucht nur 6 bis zum nächsten Power-Up. Keine Ahnung, da hätte er ruhig noch was draufgeben können. Hier hat er einen Shiny Pikachu mit Partyhut mitgenommen. Ein 100%iges Darkrai. Das finde ich sogar viel krasser als das blöde Mewtwo. Und vom Raid Day noch ein Shiny Gengar mit Partyhut. Dann kommen wir zum Rob. Rob von Bin. Der hat nämlich ein 100%iges Voltolos aus der PvP-Belohnung bekommen. Mehr Glück als Verstand. Guckt euch das an. 100% Voltolos, also in der Nähe von Steffisburg, Bern, Schweiz. Es scheint sich also doch zu lohnen, wenn man öfters mal Rüpel macht, wenn man Rocket Leader macht, wenn man die Go Battle League spielt. Kämpfe sollen ja im Vordergrund stehen, es geht nicht mehr rein ums Fangen. Sören natürlich, auch hier mit einem Shiny Sneeble und einem Shiny Darkrai plus einem 100er Darkrai. Also ihr seht, 100er Darkrai ist schon gar nichts mehr wert. Jeder Zweite, jeder Dritte hat einfach mal ein 100er Darkrai. Das finde ich wiederum sehr genial. Ein Ordoch vom 18.02. wurde getauscht, ist ein 100% Lucky Ordoch geworden. Das müsste eigentlich der Schocker sein, aber wir haben natürlich noch was Aktuelleres, Passenderes in die Sendung reingepfropft. Hier im Livestream hat er einfach mal ein Bild von seinem Shiny Rayquaza gemacht. Über meinem Gesicht, der traut sich was, hat hier noch ein 100%iges Vulnona erlöst und ein Shiny Registeel bekommen am 10.03. Was ist heute? Heute ist der 11. am Mittwoch. Der hat das also genau am ersten Tag, wo das blöde Registeel wieder zurückkam. Direkt, ich glaube, 5 Raids, 3 Shinies hat er geschrieben. Direkt das Shiny sich gegönnt nochmal. Dann haben wir hier vom Dennis noch was. Einige gehen raiden. Ich mache 4x PvP Hyperliga. Bist du so gut? Sieht ja voll leicht aus, wenn man das so sieht. Der hat einfach 4x in der Hyperliga jetzt einen Darkrai bekommen. Das Beste mit 2097. So kann man es natürlich auch machen. Die einen raiden, die anderen ziehen sich einfach alles aus der Go Battle League. Und der Gro mit einem Krypto Kanivania, was er auch erlösen kann, zu einem 100er. Und nochmal der Gro, das ist aber jetzt das letzte Bild mit dem Coronavirus. Das gab es ja schon vor einiger Zeit, als das alles angefangen hat. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Da haben sie den Coronavirus gepostet in Pokémon Go. Dann gab es Leute, die haben den Coronavirus als Shiny in Pokémon Go gepostet. Und jetzt gibt es sogar den Shiny Coronavirus mit Partyhut. Guckt euch das an, da kriege ich gleich das Kotzen. Dieser Drecksvirus verfolgt einen einfach komplett. Das waren aber jetzt die Highlights von dieser Woche. Wir haben jetzt noch den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal wieder vom Danny Österreich, also vom Bisa Fan TV. Ein 100%iges Shiny Darkrai, also Shiny haben viele, 100er haben viele, aber wer hat schon das 100%ige Shiny Darkrai? Und er hat es ganz schlau gemacht, er hat das bei sich hochgeladen in den Community-Beitrag, alles sind ausgerastet, mir schickt er einfach nur für Raider Mittwoch, ist von Mike One. Es ist nicht mal sein eigenes. Aber trotzdem, danke Bisa Fan TV, dass du mir das schickst, dass wir das hier zeigen können, dass mein Akku gleich leer ist. Also Grüße gehen raus an Mike One. Glückwunsch dafür. Ich hoffe, das war der richtige Account auf dem Hauptaccount und er kann das hochziehen. Grüße natürlich auch an Bisa Fan TV. Danke immer, dass du mir in letzter Zeit auch Sachen zukommen lässt, wenn du aus deiner Community oder so was Cooles siehst, weil du warst ja schon mit dem anderen Ding, was auch immer das war. Was war das andere? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ramses, trink mal mehr. Dein Hirn trocknet aus. Da war er auf jeden Fall schon gut dabei als Schocker der Woche. Jetzt auch wieder. Richtig gute Sache. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, dass wir die Highlights der Woche für euch zusammengefasst haben. Und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Jetzt erstmal ausziehen, ab ins Nest. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.